La 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 la, Munition, Munition. Gut. So, was haben wir? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh fuck! Was ist das? Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shut up, John. Hallo und herzlich willkommen zur. Alter, schreck mich nicht so. Zur sechsten Folge von The Evil Within. Letztes Mal ist uns. Standen wir mit dem guten Leslie am Ende. Und zwar hier. Und Nicht so schnell. unten war Ruvik, der Geist, den wir kennenlernen durften. Und ja, es gab keinen Ausweg mehr für uns, denn die Treppe, durch die wir hierher gekommen sind, also die, ist ja aus irgendeinem Grund verschwunden. Und ja, ich oder wir, ich oder wir versuchen jetzt herauszufinden, was hier denn los ist. Ach ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ihr solltet sie ja vielleicht mal angucken, weil ich habe mich so dermaßen erschrocken, das ist unglaublich. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Hä? Ach so. Doc, ich glaube, da kommt was. Okay, jetzt machen wir das nochmal. Jetzt springt mich gleich das Ding wieder an. Stopp! So. Gut. Wir spielen nochmal eine kleine Wiederholung von letztem Mal. Zu bleiben wäre Sind Sie noch da draußen? Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Jetzt gehen wir nämlich raus. Kann nicht raus. Wir müssen los, hier lang. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Genau. Und jetzt ist ja die Treppe weg. Jetzt erfahrt ihr es gleich nochmal. Die kleine Wiederholung von letztem Mal kommt jetzt. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Ah! Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich da hinterher soll. Was zur? Okay, es war doch nicht so eine Leslie? Gute Idee. Fuck. Oh, shit. Shit. Oh Gott! Dieses Spiel bringt mich noch um, ey. Habe ich mich gerade erschrocken? Was geht hier vor? Oh, mein Herz. Oh Gott! Also, gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, was uns hier erwartet. Gehen wir einfach mal hoch und gucken, was uns außerhalb des Blutbades erwartet hier. Dann kann man da drauf drücken? Nee. Gut, dann gehen wir doch mal hier runter. Also ich hab auf jeden Fall gesehen, dass wir hier schon Fallen aktivieren können. Ach nee. Lebt der? Ich hoffe doch nicht. Okay. Ich verbrenne dich mal lieber. Bevor du hier noch auf dumme Ideen kommst, ne? Mein Freund. So. Ich du hab mich doch. Ah, ich hab mich doch geduckt.
Okay, irgendwer will uns wieder nicht hier haben. Okay, was war das gerade? Ich habe mich gerade wieder verjagt. Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Haben wir eine Shotgun? Ja. Oh, Munition. Oh, nee, der Revolver war es voll, okay. Okay, also ich schieb gerade echt Panik. Oh mein Gott! Oh mein Gott, lauf. Ich bin auch echt ein. Und rüber. Brenn. Und rüber. Hoch. Fuck it. Dieser Typ mag es uns echt schwer zu machen, ne? Nein. Und wieder rüber. Und wieder rüber. Bruder. Was? Alter, ich bin so schlecht hier. Okay, wir haben keine Munition mehr. Da haben wir nichts mehr. Okay. Und in deine. Nein. Hä? Wieso kann ich nicht. Oh Gott. Haben wir denn Heilung? Nein, haben wir nicht. Warte, da haben wir Heilung? Ja. Und jetzt lauf. So, was haben wir noch? Wir haben noch eine Granate. So, ich würde mal sagen, alle tot, ne? Oh nein, einer lebt noch. So, ah ne, das war die Blendgranate, ne? Haben wir nichts mehr. Huch. Ja gut, finden wir denn hier noch irgendwas? Oh ja, hier. So. Und dann haben wir die gute Shotgun. Die laden wir noch einmal nach. Und what the fuck, wo läufst du hin, Bruder? Zack. Einer lebt noch. Hier lebt doch noch einer. Ach da, der lebt immer noch. Jetzt hat sich das erledigt. Ja, gut. Oh Gott. In der Aufnahme gucke ich bestimmt jetzt richtig konzentriert. Okay, wir haben überlebt. Zwar mit Macken, aber wir haben überlebt. Ja, gut. Gucken wir da mal. Hier haben wir noch zwei. Okay, wir haben alles verbraucht, was wir hatten. Ich hätte auch. Naja, ich hätte die Falle nicht aktivieren dürfen eben. Okay, suchen wir doch mal nach Ruvik. Ich sehe schon kommen, dass sich das hier bewegt. Nee? Gut. Oh, es sieht. Das sind Gesichter drin. Das ist ein Gesicht. Okay, was befindet sich hinter dieser Tür? Befindet sich gar nichts. Da kommt gleich wieder ein Jumpscare. Ich sehe schon kommen. Bei solchen langen Gängen, ey, das ist doch nie was Gutes. La, Munition. Gut.
So, was haben wir? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh fuck! Was ist das? Weg hier! Lauf! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Fuck it! Was ist das denn für ein Vieh? Was ist das denn für ein Vieh? Drück den Knopf! Drück den Knopf! Drück den Knopf! Oh! Nach unten! Nach unten! Hä? Oh! Oh! Ah! Oh Gott, renn! Was willst du, verdammt? Was willst du? Geh weg von mir! Rein! Fuck! Scheiße! Mein Gott, bitte komm nicht hier runter! Oh nein! Nein! Wieder rein! Muss ich hier rein? Oh! Lauf! 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 Ja, geschafft. Boah. Was ist das da? Was kann ich auf... Oh, da ist was drin. Da ist was Gutes drin. Ah, Munition. Gut, die könnten wir gut gebrauchen. Ich würde mal sagen, die laden wir mal nach, ne? Oh, Alter, mein Herz pocht richtig. Was war das für ein krankes Vieh? Oh nein! Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Oh Gott. Was passiert? Oh nö. Ja. Hä? Das ist doch echt creepy, das Game. Okay. Mein Gott. Oh. Nächstes Kapitel. Boah, Alter. Das war mal ein ultra gutes Ende von dem Kapitel, Mann. Da scheißt man sich ja ordentlich in die Hosen, ey. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Hä? Ist das nicht die Psychiatrie, wo wir sonst immer drin sind? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Nein, es ist nicht schlau, hier lang zu laufen. Wir gehen einfach den Weg, der uns vorgegeben wird. Ach, da ist ein guter Spiegel. Geht kaputt. Okay, erstmal gucken wir den guten Koffer. Oh! Munition. Und was steht denn in unserem neuen Tagebuch? Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten.
Manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger von den Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen eine Überzahl. Ja, okay. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist der einzige sichere Ort in dem Spiel. Wo du nicht gleich von irgendwelchen Hurensöhnen angegriffen wirst oder so. Substanziell für mich am Arsch. Bitch. Ich bin zu Hause. Der Besuch ist schon eine Weile her. Ach, da bist du, Bruder. Andi gespeichert haben wir gerade. Kann ich irgendwo sehen, ob ich Schlüssel habe? Weiß das jemand? LMNV. Nö. Ich kann ja mal gucken. Ich habe ernsthaft das Gefühl. Ah, doch, wir haben einen Schlüssel. Die können wir mal mitnehmen. Da unten hatten wir drüben auch noch was. Ja, die können wir auch noch mal mitnehmen. Und. Ach, ich habe keinen Schlüssel. Mir fehlt einer. Ja, das kann man auch vielleicht mal ein bisschen besser kennzeichnen, in Rot vielleicht oder so. Aber, naja. Es ist trotzdem immer noch ultra creepy hier, aber es ist immer noch freundlicher als in der realen Welt. Wo auch alle durchdrehen und die Welt untergeht. Naja, 2000 bringt uns nicht wirklich viel. Ich würde mal sagen, wir speichern nochmal hier. Das wäre vielleicht doch ganz sicher. Ja. So. Gut, und dann machen wir uns wieder mal auf den Weg in die Welt von Rubik. Oh, scheiße. He's watching. We can't leave. Oh, dieser Gang! Das ist schon so todes, ich trau mich nicht. Hallo? Okay, das ist zu, aber hier können wir bestimmt rein. Yo, Bitches! Der Boss ist da! Yo, 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 yo! Ja, gute Sache, wo kommen die Zombies jetzt wieder her? Toll. Ich dachte, wir hätten vielleicht mal entspannen können oder so. Hä? Gott, ich hab voll die Gänsehaut, Mann! Hallo? Oh! Oh, Alter, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Dass ich so voll die Gänsehaut... Oh, so ultra die Gänsehaut, aber das ist, ich habe wirklich schon viele Horrorspiele gespielt, Amnesia Machine for Pigs, ich habe gespielt Slender, ich habe etliche Indie-Horror-Games gespielt und ich habe es wirklich noch nie also so kontinuierlich so eine Stimmung gehabt. Das ist, also, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das beste Horrorspiel, was ich je gespielt habe. Das muss ich ganz ehrlich mal loben. Auch wenn mich die Grafik und dieses Third Person ein bisschen stört, weil ich nicht so der Third Person Typ bin, aber wow. Diese, zum Beispiel Dead Space, genau, Dead Space habe ich auch gespielt. Alien Isolation, also es ist wirklich alles nicht mal ansatzweise so schlimm wie das hier. Das hier haut wirklich alles ab. Da muss ich das Spiel echt mal loben, also die Macher. Hä?
Stirb! Alter! Boah, dieses Viech! Oh mein Gott! Wie komme ich an dem Ding vorbei? Brenn, 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 brenn! Oh, diese unsichtbaren Viecher sind so böse. So böse. Ja, wir haben auch kein Heal mehr. Ach ja, wir können ja stehen bleiben. Wenn wir uns nicht bewegen, heilen wir uns doch auch. Langsam bis zu einem gewissen Punkt. Oh, ey. Ich hab mich gerade echt erschrocken, wo ich das Ding gesehen habe, Mann. Oh, schnell wieder raus. Oh Gott, bei der Lache. Hab ich gerade. Oh mein Gott. Fuck it. Gruseligste Lache, die ich je in meinem Leben gehört habe. Oh Gott. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich spiele dieses Spiel auch nur, weil ich es spielen muss für euch. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ich kann auch gar nichts mehr sagen. Ich bin echt komplett raus, ey. Da müsste doch ein Schlüssel sein, oder? Ja. Unsere Statuen ist immer ein Schlüssel. Hä, es kommt mir so vor, als wären wir in der Psychiatrie, wo ich die ganze Zeit schon drin war. Also, die aus meinen Träumen. Oh, fuck, warum kommt der Staub? Gott. So, das ist mit Abstand das schlimmste Kapitel bis jetzt von allen. Meine Fresse, Alter. Oh nein! Er steht vor mir! Stirb! Munition alle? Digga, fick dich, fick dich! Die Dinger sind hart, die Dinger sind richtig hart. Oh, diese Musik. Ich kriege noch einen Infarkt, Alter. What the fuck? Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Baum. Nö, ich habe keine Munition mehr. Gut, hat sich erledigt. Hat sich erledigt, Bruder. Yo, ich gehe den anderen Weg. Danke, dass du so lieb zu mir warst. Verschlossen. Ich brauche jetzt brauche ich auch noch eine Schlüsselkarte. Oh! Oh! Wie schnell ihr seid! Nee, wir haben verkackt. Wir sind tot. Das Viech ist zu schnell für uns, unehrlich. Also, nee. Also, es sei denn... Wir kommen jetzt schnell an ihm vorbei. Und wir finden irgendwas, was uns den Arsch retten kann.
Oh, jetzt hat sie die Tür aufgehauen. Oh, ich hab so Gänsehaut. Krankenschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter und scheint... Ja, bla bla bla. Oh, ja, bitte. Wir ballern jetzt den hier rein. Und da ist er schon. Nein, geh auf! Lauf. Gut. Ja, ich glaube, das ist doch ganz gut, vor dem Vieh wegzurennen, anstatt es zu bekämpfen. Aber wenn es nicht tot ist, dann habe ich noch mehr Angst. Das ist echt pervers. So. Ha! Bitch! So. Dem Kollegen sind wir schon mal aus dem Weg gegangen. Der kommt dann nicht mehr durch. Oh, dieser Ruvik, ne? Der ist echt böse. Boah, ich hab Angst, dass hier gleich ein Zombie vor der Tür steht. Und wieso geht er denn auch hinterher? Das verstehe ich bis jetzt nicht. Hallo? Hä? Boah, ne. Ich kann das nicht mehr. Oh, scheiße. Ja, gehen wir zu dem creepy Mal. Oh, Alter, zu wem gehen wir denn? Das ist der Doktor. Ich will zu ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch die Story beeinflusst. Das könnt ihr mir vielleicht ja mal in die Kommentare schreiben. Denn ich frage mich, ob das, Story beeinflusst, welche Tür ich verwende. Ob das einen Unterschied macht. Okay. Ach so, oder muss ich... Ich muss in alle Türen wahrscheinlich, oder? Shit! Okay, ich versteh's. Es ist... Aha! Entweder oder. Okay, gut, aber, so, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Die ist eh schon zu lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da, wenn ihr es mögt, mich leiden zu sehen. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Dieses Spiel macht mich fertig und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Schlechte Unterhaltung, Kartoffelsalat und Kartoffeln und Eiskaffee. Bis dann.